Ich zeige hier, wie man in Camtasia einen Clip teilen kann. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier bereits einen Clip auf dem Storyboard getrennt in Bildspur und Tonspur. Wenn ich die Tonspur teilen will, dann kann ich hier die Abspielnadel dorthin setzen, wo ich sie teilen will und gehe zum Werkzeug Teilen und jetzt habe ich zwei Stücke daraus gemacht. Mit Ctrl Z kann ich das wieder rückgängig machen. Ich mache es nochmals. Schneller geht's mit dem Tastaturkürzel S. Also, ich brauche nur eine Spur zu markieren, S, und das Stück ist isoliert, denn ich brauche das irgendwo wieder und Sie erinnern sich ans Trimmen, wenn ich hier daran zupfen würde, dann käme dieselbe Tonspur wie hier unten auch wieder zum Vorschein. Ich mach's nochmals. Wenn ich zwei Spuren teilen will, also Tonspur und Bildspur, dann drücke ich entweder die Shift-Taste oder die Ctrl-Taste und markiere beides und drücke nun die Taste S. Nun ist beides isoliert und ich kann diese Stücke zum Beispiel, wenn ich beide markiert habe, nach rechts stellen und einen weiteren Clip hier dazwischen stellen, diese beiden markieren und wieder einfügen. Ich zeige noch eine Variante. Ich will das sofort in einem Schritt machen. Man sagt auch erweitertes Teilen. Ohne eine Spur zu markieren, drücke ich jetzt die Shift-Taste, lasse die Shift-Taste gedrückt und ziehe nun an der Abspielnadel und sofort sind alle Spuren hier geteilt und ich kann sie nach rechts tragen. Wann ist das praktisch? Das ist dann praktisch, wenn schon weitere Spuren vorhanden sind. Ich zeige das nochmals. Angenommen, Sie haben hier bereits einen weiteren Clip eingefügt und nun will ich hier eine Lücke machen. Wenn ich beide Spuren hier markiere und sage Teilen, dann kann ich diese Stücke nicht nach rechts ziehen, weil diese beiden Elemente sperren. Wenn ich aber die Abspielnadel hier an dieser Stelle positioniert habe, die Shift-Taste gedrückt halte und jetzt an der Nadel ziehe, dann teilt es den Clip und ich kann sofort nach rechts schieben und zum Beispiel jetzt diese beiden Elemente hier dazwischen einfügen und das wieder zurückstellen. Das war's.